Chill dich. Dann ohne Ruhe. Erzähl mal was von dem Laden. Der Laden besteht seit 15 Jahren, Habibi. 15? Ja. Warum höre ich das zum ersten Mal? Weil hier ist VIP, nun auf Empfehlung wird das hier gemacht. Nur selbst Abholer und die meisten kommen hier gerne. Ja. Was für Kunden kommen? Alles verschieden. International? International, alles. Ja. Alle die Pizza mögen. Oh. King Burger kommt als letzter bei Don. Ja. Waren viele YouTuber hier? Hm? YouTuber, waren hier viele? Nein, nicht so. Ah. Das heißt, bist du nicht so bekannt? Ja? Das heißt, ich habe mit YouTuber nichts am Hut. Ich arbeite jeden Tag, Bruder. Ja. Da hast du keine Zeit für andere Sachen. Zwiebel? Zwiebel, ja. Information. Ich bin eigentlich kein Zwiebelmensch. Viel Zwiebel oder? Ja, ein bisschen was. Ein Burger wird heute eine Zwiebel essen. Hast du Mais? Ja. So Leute, das sind die ganzen Soßen hier. Immer wieder kommen. Alles selbst gemacht. Selbst gemacht? Curry, Sauerkreme, alles selbst gemacht. Ja, ich mache dir einen Fischmeck. Fischmeck, das McDonald's. Das ist bei McDonald's. Gleiche, be right. Oh. Das Ding ist, ich bin ehrlich zu dir, Onkel. Kennst du Happy Fingers? Ja. Warst du mal da essen? Ja. Ich habe das Problem gehabt, beim Burger könnte ich nicht mit einer Hand essen. Ja, ja. Und deswegen bin ich gespannt, wie das bei dir läuft. Ach so, okay. Ich helfe dir gleich dabei. Das ist einfach Häppchen, mach ich dir. Okay. Eine Hand kannst du die zerfetzen. Okay, dann bin ich gespannt. Alles klar. Meine Pizza ist fertig. Hoffentlich. Wie bist du drauf gekommen? Ein Kumpel kam vorbei und dann wollten wir den Laden suchen. Und dann spontan gehen wir hier bei dem Vermieter. Wir wollten klingeln, der macht die Tür auf und dann ist die erste Tür aufgegangen und so ist es noch bis dahin entstanden. Gleich Mietvertrag, gleich einen Laden aufgemacht und seit 15 Jahren in Bremen. Der Name ist auch bekannt, ne? Das weißt du schon, ne? Ja. Für Don Pizza? Ja. Don Pizza? Nur bei dir, nur King Berge kennt den gerade, hat der neu kennengelernt. Die Pizza ist fertig. Mittag bei Berlin. Natürlich Pizza. Pizza. So sieht die Pizza aus. Nicht so fett, nicht so viel reingeklatscht. Genau perfekt. Seht ihr genau hier, ist auch nicht verbrannt. Das ist genau das Wichtigste an der Pizza. Sonst schmeckt das nicht. Genau perfekt gemacht. Bevor ich esse, muss ich genau die Kontrolle machen hier, ob das verbrannt ist oder nicht. Aber perfekt. Alter, ist ein Ja. Nicht so heiß, genau perfekt. Ja, der Araber kann gut Pizza machen, ne? Auf jeden Fall. Lass dich schmecken, Habib. Da kommst du zum ersten Mal zu mir. Den Appetit, mein Freund. Dankeschön. Oh, ich bin jetzt gespannt. Das ist ein Fischmeck. Ja. Das ist ein Hamburger. Das ist besser. Oh, was für ein Herz hat der. Er denkt, ich habe ein Handicap. Macht genau das, was gut ist. Boah. Schaffst du? Schaffe ich. Ah, rutscht. Eis einfach. Ah. King Burger ist gerade am Essen. Der Feinschmecker. Seht ihr genau, was jetzt passiert? Deswegen mit einer Hand geht das nicht.
So Leute, ich bin hier rumgefuttert, hier wie ein kleines Kind hier. Lockzeit! Ich bin fertig mit dem Essen. Der Laden kann ich euch empfehlen. Kommt vorbei, wenn ihr Hunger habt. Wie gesagt, Alfred-Finkenstraße, 17a. Ich bin gespannt auf eure Reaktion. Schreibt mir bitte in die Kommentare hier, wie euch das Video gefallen hat. Hier sieht man nochmal Don Pizza. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.